Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vanheim. Ja, wir machen nochmal eine Sumpfrunde, Leute. Gucken mal, was hier so los ist. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wow, genau abgepasst. 36 können wir stören, Alter. Geil. Geilomato, ey. Und Trivato. Ich muss jetzt mal gucken, wo unsere Karre steht. Ist die hier irgendwo hingestellt? Unser Schiff, ja, aber. Ach, jetzt habe ich den Ding jetzt gar nicht getauscht, ey. Seht ihr? Naja, ich wollte jetzt mal einmal nach dem Schiff gucken gehen. Ob da noch alles tutti ist. Oder ob das schon zerkloppt wurde. Also Mr. Blobby. Außerdem wollte ich mal markieren, wo es überhaupt steht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier wieder Party im Sumpf. Ach genau, hier war Stingens. Ebene nebenan. Oh, da drüben sind die Feuerjungs. Da werden wir direkt mal einen Abstecher machen. Obwohl, ich kann nichts aufnehmen, ne? Ich muss erst das Schiff finden. Ich glaube, das war, wir hier vorne hatten wir es einfach irgendwo hingeballert, oder? Hallo, na, ihr beiden zarten Jungs, ist alles gut bei euch? Wow. Noch einer. Und Mr. Skeletto ist auch noch da. Da ist er. Guck mal, direkt gefunden, Alter. Läuft bei uns. Ja, leck mal rum. Bam, 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 bam. Ba, 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 ba. Sieht doch ganz gut aus hier. Alles im Lot, wa? Pack mal in die Storage. Alles tutti. Hier passiert gar nichts, Alter. So mag ich das. Die Werkbank verwittert halt ein bisschen, ja. Könnte sie natürlich noch einbauen, ja. Man muss ja nicht übertreiben. So. Ich würde sagen, ich smash mal direkt hier rechts weiter. Weil wir wollen ja noch ein bisschen aufklären in den Sumpfen, ne? Gucken, was uns hier noch so erwartet. Ein bisschen was wegschnetzeln hier. So eine Viererbandage hier. Haben wir ja mittlerweile Erfahrung drin. Ja, komm her hier. Na? Ein Bogi. Kann ich das ernten oder muss ich da schwimmen? Na supi. Hast du dir so gedacht, ne? Hast du dir so gedacht? Müsst ihr mit dem Schiff halt hinfahren, dann könnte ich es natürlich ernten. Wo bist du denn, ne? Achso, Mr. Bloppy! Ja, vielleicht sollten wir uns mal einen Trank hier rein gönnen. Ist da auch schon wieder Ebene oder was? Ja, aber. Nee, Sumpf noch, oder? Doch Ebene. Doki. Okidoki, Mr. Floki, bam, 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 bam. Das heißt, wir kriegen hier gleich einen Moskitobesuch. Hallo?
Ah, da ist ein Moskito. Skelettbandage. Ich gehe mal weg vom Moskito, wa? Hat keinen Bock drauf. Hier los? Ach, das ist ein Droger. Spawn. Gedöns. Moped. Aha. Haben wir die Skelette noch im Arsch? Na sichi. Dann machen wir erst die Skelette. Jetzt haut er ab oder was? Wollt ihr mich verarschen? Komm her jetzt hier. Die ganze Dachzeit, ey. Und du? Na? Ja, komm mal her. Feini. Feini bist du? Ja, schmeiß mich mal runter, Alter. Da, 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 da. Tote Hose. Wäre sehr dunkel hier, ey. Sehr, sehr dunkel. Dunkel ist gumunkel. Gibt's hier nichts oder was? Nicht mal eine Kiste oder sowas? War ein Trauerspiel, oder? Wow. Okay. Ah, ich muss hier noch ein bisschen die Map aufdecken. So, Moskito. Da hinten noch zu Gange. Eigentlich könnte man den noch mal eben töten, oder? Ist er doch mitten. Jetzt bewege ich das. Oh, zwei Stück sogar. So, mit den Pfeilen gehen. Hatte ich noch keine Nadeln hier eingesammelt bei dem Spielstand, oder was? Aha. Das verwundert mich gerade ein bisschen. Schlund. Egel. Hallo. Mr. Schlund Egel. Okay. Dann habe ich ja doch schon hier fast alles auf... Alter, hast du mich jetzt erschrocken. Fast alles aufgeklärt gehabt. Ja, ich muss aus dem Wasser raus. Na super, fang an zu schwimmen, Alter. Leck mein Arsch. Ehrlich. Natürlich keine Heiltränke. Nichts. Nichts am Start. Ja, und jetzt kommt noch so ein Jim Bob Charlie hier. Boah. Nervig hoch 10, ey. Da sind die Feuerjungs. Hier sind Drogi. Zwei Drogis. Hier ist noch ein Dungeon, Leute. Wir haben noch ein Dungeon gefunden. Eieiei. So, den hatten wir erledigt hier. Ja, mache ich den eben oder was? Aber der ist natürlich auch ziemlich weit weg, ne? Nein, ich mach den nicht. Wir heilen nur mal eben hoch hier. Müssen mal kurz chillen. Ja, ich habe halt nur noch 5 Heiltränke gehabt oder sowas. Jetzt hätte ich natürlich welche mitgenommen. Dün, 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 dün. Gut, 100 reicht. Warum hast du kein Schild in der Hand?
So, wo ist Mr. Geist? Jetzt kannst du herkommen, Junge. Okay, wie sieht's denn aus? Haben wir jetzt überhaupt hier... Na, wir könnten da noch weitergehen. Naja, ich gehe mal eben kurz zu den Feuerjungs hier. Oh, das ist richtig Party, wa? Und Rogi. Kämpfen die nicht gegeneinander, ne? Kannst du mal stehen bleiben? Ja, komm doch her. Tschüss. Ja, kein Kern oder was? Natürlich schon ärgerlich. So, ihr seid doch eigentlich immer drei. Ach, guck mal hier. Ihr seid doch eigentlich immer drei, sprach er zu dem kleinen Kai. Ja. So, ja, wir gehen noch ein bisschen in die Richtung hier. Wir klären das Ding jetzt hier auf. Haben wir noch einen Dungeon, haben wir ja noch gefunden. Muss halt hier ein bisschen gucken. Nicht, dass hier so ein Kobold kommt oder ein Moskito. Was ist hier los? Droger Party. Im Ausdauer sammeln wir hier ein Nest oder was? Zack! Vor langer Zeit wurde die Welt von Valheim von einem edlen und stolzen Volk bewohnt. Sie bauten Türme, die die Wolken berührten und gruben tief in der Erde nach kostbaren Metallen. Aber ihr Stolz war auch ihr Untergang. Sie forderten die Götter zu Kampf heraus und zogen in den Krieg gegen Asir und Vanir, nur um sich damit selbst zu vernichten. Der große Odin machte ihre prachtvollen Städte dem Erdboden gleich und Loki ließ ihre tiefen Minen Flammen aufgehen. Der mächtige Thor zerstörte ihre Wolkentürme und Freya tränkte ihre Felder mit salzigen Tränen. Jetzt sind sie schon seit vielen hunderten Jahren vergessen. Kein Lied berichtet von ihren Heldentaten. Die Natur hat ihre ehemaligen Städte zurückerobert. Aber ihr Stolz ist schwer zu töten und so wandeln diese Krieger der letzten Kämpfe noch immer in dieser Welt, bis ihre Körper zu Staub zerfallen. Sie kehren als Droger wieder. Unheilige Krieger in uralten Rüstungen, Kreaturen des Rostes und der Verzweiflung. Vernichte und vergrabe sie. Lasse sie wissen, dass es Zeit für sie ist zu ruhen. Mach ich. Gar kein Problem. Gar kein Thema. Macht euch keine Sorgen. Ebenen, die weiten Ebenen. Oh, keine Ausdauer. Das könnte tödlich werden. Ist schon ein Riesensumpf, ne?
Ah, vielleicht sollte man mal einen Trank nehmen, Junge. Aber da ist so ein Müllhaufen. Ja, natürlich muss man mal kurz schwimmen, ne? Der deine Waffen außer Hand liest, ist doch super. Muss gar nicht ankommen, Junge. Ja, dann komm her, mein Gott. Boah, jetzt ist ja noch dunkler hier. Was ist los, ey? Okidoki. Ist der Floki. Mal den Dungeon schon markiert? Ne. Wieso hast du kein Blob hier unten dran, Junge? Was ist los mit dir? Ja, mich jetzt irgendwie hochzubohren, habe ich keinen Bock, ey. Ist das überhaupt ein Dungeon hier? Eine. Was denn? Dungeon. Number 10 oder was? Krank, einfach krank. Einfach krank. Ja, komm, wir gucken mal rein, ey. Vielleicht ist ja ein Kistchen hier, aber. Glaub's eher nicht. Gar nichts. Nothing! So, da ist auch noch ein Dungeon, haben wir auch nicht markiert. Oder ist das da, wo wir gerade gelesen haben? Okay, das ist da, wo wir gelesen haben. Dann können wir jetzt nochmal hier hin. Boah, ich hasse den Sumpf, ey. Das ist so nervig, ey. Ja, dann kommt doch her, ey. Zack. So, den haben wir. Den haben wir nochmal noch nicht aufgeschlossen. Den schließe ich mal eben auf. Darüber haben wir noch die Stellen. Und natürlich Skelettos. Und natürlich den Dungeon. Haben wir den schon aufgeschlossen? Ich glaube nicht, ne? Oder war es der, wo ich gerade drin war? Oh, stark. Sau stark, ey.
Willst du denn hier? Oder ihr? Dum 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 du 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 du. Ja, dann bräuchte ich den Schlüssel nicht mehr mitschlören. Ist also auch immer ein Slotty, den man verschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, können wir alle aufschließen. Also ich check den auch noch mal eben hier, aber den hatte ich glaube ich aufgeschlossen. Ja, das war der mit dem Baum, den haben wir aufgeschlossen. Okay. Also Kleber ist hier mehr wie genug. Haben wir leider nichts irgendwie unten an den Bäumen. Ja, ich brauche nur Treppen machen, um zumindest an die etwas höheren zu kommen. Ja, können wir ja mal gleich gucken. Oh, da drüben steht eine Dreier-Kombo Kobolde. Warum die mich getriggert? Eieiei. Na, ich bin mir noch nicht sicher. Wir haben auf jeden Fall noch Nester. Okay. Danke. So, da sollten wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Ruhe haben jetzt hier. Wo bist du? Aber auch hier wieder keine Kiste am Start. Schade. Aber ein bisschen schade, ne? Ah, Distel. Also ringsherum ist hier auf jeden Fall alles Steppe. Okay, dann nehmen wir mal hier ein bisschen Glibber mit eben. Mal eben ein bisschen holzen. Okidoki. Oh, da ist noch ein Bloppy, aber drei, vier Disteln. Die muss ich gerne. Würde ich gerne noch mitnehmen. Da kannst du kurz warten, bis ich Ausdauer habe, Junge. Dann können wir das eben durchziehen. Ja. Ja, jetzt können wir. So ein Trank drin, eine Minute. Weg. Ja, du auch noch. Komm her. Komm her, du. Zack, perfekt. Eben ein bisschen Glibber hier. 10 bräuchten wir, aber. Ah, das ist die Kohle, ne? Mal 2, wow. Wow, ey. Ach, geht das wieder los. Geht das jedes Mal mit dieser scheiß Werkbank. Wird doch bestimmt Holz jetzt.
Ja, war so klar. War so Klärchen. Pupärchen. Didi. Ja, natürlich reicht es nicht. Natürlich nicht, ey. Fünf haben wir aber schon. Haben wir hier noch einen oder was? Ganz hoch brauche ich mich nicht. Da habe ich keinen Bock zu. Das können wir gleich ausschließen hier. Nehmen wir mal das Holzen wieder mit. Ist doch gut, my friend. Okay, ich glaube, das war's, ne? Haben wir jetzt hier einmal aufgeklärt. Die Ecke war auch hier schon direkt Dingens. Ja, pervers auf jeden Fall. Dungeon-mäßig auf jeden Fall pervers hier die ganze Story. Die müsste ich jetzt nochmal aufschließen hier. Aber gut, Leute, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen, wa? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, sehr gerne einen Kommentar. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann. Tschüssi.